Die Freedom Chasers sind unterwegs. Das sieht einfach aus, als wenn man irgendwie auf einem anderen Planeten wäre, finde ich. Nee, nee, nee. Shake that ass. Shake the spray. Oh ja. Oh ja. Vier Männer. Zwei Sprays. Zwei? Haben die nicht auch Sprays? Oh! Vier Männer, mindestens drei. Er hat den längeren. Er hat den längsten. Wollen wir noch hier kurz vergleichen? So mein. Meiner ist ergiebig, aber. Oh. Was hat Stefan? Er hat irgendwas mit Banane. Hey, Hauptständer. Ja. Einwinkeln über den Seitenständer. Ja. Hier, Stefan macht Kette, schiebt einen Meter, macht Kette. Echt aber jetzt? Hier kannst du auch einfach loslassen und das Ding rollt von alleine vor. Du musst nur schnell mitlaufen. Ja. Normalerweise mache ich einfach meinen Montageständer. Ja. Sind die Räder frei. Und so kann man einfach über den Seitenständer kippen und dann springen. Wie die Pros ohne Hauptständer. Wie viele? How many guys does it take? Warte, ich mach. Du musst von innen, nicht von außen. Ja. Nein, das ist von außen. Die Hunde sprühen hier so. Auf die Kette drauf. Warte mal, da muss ich wohin? Hier oben drauf. Hier oben drauf. Ja, von da rein. Nein. Alles raus, sprich. In die Felge. Oh Gott. Guck mal, er hilft bei seinem Bike. Das aber reichen, ja. Und ne? Hier. Alter, sieht auch schlimm aus. Ja, aber ihm fetzt es auch immer hoch. Und wenn man ein vernünftiges Heck hat, ne, das bis da unten geht, dann ist alles blitzblank. Ja. Nicht filmen, aufstellen. Ah, sturdy. Und entgegengesetzte Fahrtrichtung gedreht. Ist ja egal. Nein, ist nicht egal. Warum? Es ist nicht gut. Was passiert dann? Es ist nicht die natürliche Drehbewegung des Rades. Also darf ich auch nicht rückwärts schieben, oder? Ja, aber nicht so schnell. Nicht so schnell und nicht so weit. Mach ich schon immer so. Ja. Riechst du? Es riecht nach Banane. Okay, das ist eine sehr optimistische Auslegung von Banane. Hast du ihn gerade gebeten, dass er einmal auf dich abspritzt? Ja, bitte. Aber nur auf die Heckbank, bitte. Kind anwesend. Ja, wir reden über Glasreiniger natürlich. Oh. Deine sieht fast so sauber aus wie meine. Oh, sorry. Warten Sie, mich stört ja was. Jetzt noch einmal kleinen Finger hingehalten. Nein, hier ist noch so Dreck, das will ich auch noch gerne. Ja, nimm dir Putzlappen, putz selber. Nein, nur die eine Stelle bitte. Oh, oh Gott. Danke, danke. Ja, putzen Sie alle Ihre Maschinen, statt Sie einfach ein vernünftiges Heck haben. Ja, man muss sich entscheiden, entweder eine vernünftige Maschine oder ein vernünftiges Heck. Oh boy. Und hier sehen Sie einen Lodrium, der zu Demonstrationszwecken die BMW-Diebstahlanlage auslösen möchte. Ja. Die Original-BMW-Alarmanlage. Die merkt halt, dass Alex der Eigentümer ist. BMW ist zu gut. Ich bin ein fremder Mensch. Ja, durchaus angemessen. Also die sagen dir aber nicht vorher, dass sie ein fremder Mensch ist. Hätte ich geahnt, dass du dein ganzes Moped reinigst, hätte ich wirklich gesagt, Kercher ist einfacher. Nö. Aber es ist schön. Kercher macht nicht die fliegende Kleidung. Habe ich auch immer gemacht. Ohne Schall, ich hab's auch immer gemacht. Achso, hast du hier besonders gekerchert? Motovloggy! Was machst du da? Kleidung abbauen. Warum? Gewichtsersparnis. Ah! Aerodynamik! Nee, dann muss ich sie ranlassen. Bisschen Kühlwasser auffüllen. Er hat sich gestern noch ein bisschen entlüftet, der Kühler. Ah! Das ist der Kühlwasserstand unter Minimum. Mhm. Ist jetzt nicht schlimm, solange im Kühler genug drin ist. Aber ist natürlich auch besser, wenn er genug hat. Mhm.
Auch das Wäschewaschen gehört bei einer langen Tour dazu. Und wir haben jetzt die Gelegenheit gehabt, hier im Haus einzieren, einmal alles durchzuwaschen. Und werden das jetzt auch hängen und hoffen, dass morgen alles trocken ist, wenn es weitergeht. Und dann wieder mit frischen Klamotten in die Tage starten. Das ist schon wirklich wertvoll. Okay, die Wäsche wird zurückgelassen. Ja. Was nun? Ich hasse solche Finger. Das ist gefühlt so groß wie mein kleiner Finger. Ja, mein Problem. Das ist schlecht. Es steht etwas zwischen uns und unserer Wäsche. Und es hat viele Gliedmaßen. Und es ist so groß. Und es liegt unten auf diesem Boden. Ich hab schon gesagt, wir lassen die Wäsche zurück. Oh boy. Wird er es schaffen? Wieso nicht? Wird er es schaffen? Ob es springen kann? Ich weiß es nicht. Ich bin schon sehr nah reingegangen, hab mal aufgemacht, um zu gucken, ob es fertig ist. Es ist fertig. Also. Wieso immer? Wieso? Und das ist eigentlich ein kleines Insekt, wenn man es mal so im Verhältnis sieht zu anderen. Ist nur so mein kleiner Finger. Ja, hab ich auch gesagt. Hab ich mir das vorstellen können zu Hause, Kinders. Stellt euch vor, dieses Ding krabbelt euch an. Oh Gott, fuck. Warum? Entschuldigung. Hä? Oh. Irgendwie? Nee, macht Sinn. Ich hab ja. Das hier ist hart auf meiner Seite. Ja, ich habe auch noch eine Sache. Der Rest ist. Ding ist bei dir. Den klappen wir es auch. Oh, wann ist denn noch ein Schlogerfreier Tag? Brauchen wir den? Hi. Nico hat seine Antenne gar nicht ausgeschniebelt. Kein Wunder, dass wir ihn nie hören. Alle fertig? Fertig? Was ist das? Ist das eine trockene Kurve? Das fühlt sich falsch an. Nee, das mag ich so nicht. Oh mein Gott, die Aussicht. Huch, Auto. Oh, da unten der Wasserfall. Oh mein Gott, ich sehe ihn. Der ist wunderschön. Ist doch grad, Mann. Heute geht's zum Gerlospass. Wir haben jetzt die alte Passstraße genommen. Die alte Gerlospassstraße. Die ist nicht ganz so gut. Aber ein bisschen Abenteuer gehört halt dazu. Und nachher nehmen wir noch die neue Straße. Mal gucken, was uns erwartet. Oh, hier sind wieder Huckel. Ah, räudig. Ah, Oh, fahrt nicht hier rechts in den Gully rein. Der ist tief. Hallo. Willkommen in Tirol. Oh, die will nicht. Das ist schon geil. Ah.
Okay. Geh weg. Oh Gott. Zieht er erstmal so. Oh. Oh nein. Ja, was machen wir jetzt damit? Ah, der muss ja anhalten. Dann können wir ja rüber. Ich stelle mich hier an. Dann habe ich gleich die richtige Ampel und muss dann nicht die Vorfahrt gewähren. Weil bevor ich jetzt, weißt du, wenn jetzt hier alle stehen und dann abbiegen wollen und wir warten da drauf, das, weiß nicht, so, ist ja albern. Oder war das jetzt doof? Ah! Oh, das ist die Bahn, das ist die Bahn. Stefan steht einfach mal quer zum Papa. Kaiserschmarrn, fast so süß wie ich. Los Fliegers dem Österreich. Das ist doch. Man sieht sie so gut. Wie war das? Doch, ich fliege Schmetterlinge, aber wirklich alle zu mir. Zell am Ziller. Zell am Ziller ist sehr schnuckelillerig. Was sagst du dazu? Ich finde, der Ichimura hat völlig recht. Ja, ja, wir wollen alle einfach nur schlafen, weil wir gerade gegessen haben und wir lernen einfach nicht draus. Wir müssen so eine Feldpritsche mitnehmen und dann... Und jetzt fahren wir schön die Passstraße hoch mit vollem Magen. Wir fahren sie jetzt hoch, genau. Hoch ist viel anstrengender. Da hoch ist das Geile beim Stallersattel. Da ist ja eine Ampel oben und da können alle Motorradfahrer fahren dann immer vor, vor die Autos. Und dann mit grün wird, fahren die erstmal alle vor. Ja, da fahren wir gleich hoch. Hey, der Mond! It's not a moon! Der Berg! Der Berg! Ich und der Berg! Das ist auch so schön, jetzt kommen diese zwei Kürfchen, die dich so einlullen und dann da hinten wieder dieses 180-Grad-Ding so. Ich fahre jetzt nochmal ein bisschen langsamer. Weil ich habe keine Lust, gleich hinter dem Auto zu hocken. Eigentlich müssen wir auf jeder Geraden wieder auf 30 reduzieren, damit wir für die nächsten Kurven vorbereitet sind. Huch, apropos reduzieren. Alex macht Motorbremse sehr doll. Mein Quickshifter ist im rechten Handgelenk. Oh, oh Gott, ist das... Oh nee, ich kann nicht mehr. Mimi, Penis ist verbrannt. Ach, könnte mein Moped nicht automatisch der Straße folgen, damit ich mehr gucken kann? Oh, da ist noch Pappen. Wenn hier ein Auto von rechts kommt, sagt mal Bescheid. Hi. Oh, fuck, warte. Bus, 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 Bus. Oh ja, Bus und viel hinter ihm. Verkehr, Verkehr. Aber nichts mehr so breites. Das waren die besten Doppel-Doppel-Kurven, die ich besser gefahren bin. Die waren smooth, die waren gut. Seid ihr bereit? Ja. Oh. 70 erreicht. Hoppa. Mahlzeit. Ich soll für den einen da hinten fragen, ob die Sonderkarte was bringt. Er hat aber gerade gesagt, es hat funktioniert. Ja, ich zahl bar. Ihr dürft gar nicht ohne mich fahren, ich hab die Karten. So doch mal vorne gucken.
Hast du ein Auge auf? An der Hälfte der Kehre habe ich dann so leicht ans Gas und hat sie wieder gemacht. Ach so, dann und dann bin ich so richtig so ein Stück geradeaus und musste dann so hart einkippen, damit ich in den Gegenverkehr fahre. Ich dachte auch so, oh, das war mir scheiße. Und ich bin durch die schnell langgezogene, die bin ich halt gefahren und habe viel zu früh eingelenkt und dann bin ich so ganz im Inneren der Kurve, da war schon die Felswand. Und dann denk ich so, oh, Alter, kannst das stimmt, da war so ich hinter schlecht, dir. War so bist schlecht. Du ganz dicht an der Felswand, bist du so lang an dieser Fels gefahren. Ich dachte, was war der denn da? Und das sind die Benzingespräche, die wir mitnehmen an diesem wunderbaren alten Pass. Also ich fand das alles sehr schön. Ich hatte eher das Problem, dass ich nicht auf die Straße gucken konnte, weil alles um mich herum so schön ist. Und dann kickst du auf die Straße so, oh ja. Weil ich steck die Bus mal ein bisschen rein, weil die ist raus. Oh, danke schön. Und hier wird am Motorrad gewerkelt. Ja. Massiv. Quickshift ist fest. Fest? Woran erkennt man, dass es kalt ist? Oh ja. Au. Ich habe mich geschaut. Oh, alle. Danke, danke, danke. Boah, das ist ja wirklich störend. Ja, das ist so nervig mit dem blinkenden Lichtlein. Oh, das war der erste. Oh, meine Klöten. Ich finde es so cool, einfach auch mehrere Motorradfahrer mal vor sich zu haben. Stinkt Stefan so sehr? Das ist schon geil, ja. Es ist auch einfach majestätisch, auf dieses Ding zuzufahren, ne? Das ist so, wird immer größer, immer größer. Und dann mit Spaß raus. Oh, und der durch Tunnel? The Selfie Stick of Doom. Maximum Vision. Gerlos, Straße. Sind die Jungs viermal gefahren? Nein. Einmal? Dreimal. Dreimal. Dreimal gefahren. Und dafür haben wir noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen. Sexy. Jetzt geht's zu den Krimmler Wasserfällen. Wie bitte? Heute gibt's kein Abendbrot, weil wir viel zu spät wieder in der Ferienwohnung sein werden. Dann gibt's wohl wieder Dosennudeln. Denn der Vlogi ist ja vorbereitet. Wenn wir was abkriegen von den schönen Sachen. Ja. Ansonsten. Wir wollen doch heute eigentlich einkaufen gehen. Fuck. Und das haben wir jetzt auch nicht gemacht. Wie lange hat Bille offen? Aber die Wäsche wäscht. Hat gewaschen. Oh ja. Das Wichtigste eigentlich. Frische Wäsche. Ich meine, wir müssen auch nicht einkaufen, weil wir sind ja auch eigentlich, morgen trennen sich ja die Wege. Also müssen wir auch nicht fett einkaufen. Yep. Das wird merkwürdig wieder ohne die beiden. Die Frage ist halt, ob wir jetzt wirklich hinterherfahren wollen in die Nähe oder ob wir jetzt sagen, okay, wir ziehen unser Ding durch. Ich vermisse es schon ein bisschen, muss ich zugeben, unser Ding durchzuziehen. Also heute kam so ein paar Mal das Thema auf, wie wir halten schon wieder an für Videos. Ja. Ach, schwierig. Aber dafür ist halt der Spaß abends nochmal umso größer, wenn man dann da gemeinsam sitzt und lacht und morgens sich Stories erzählt aus dem Leben. Ja. Ein Nachteil davon, dass man mit dem Motorrad unterwegs ist, dass man immer in seiner fetten Kombi unterwegs ist, auch wenn man sich nur irgendeine Kleinigkeit anschauen möchte. Ist nicht so toll, braucht ihr euch nicht angucken. Haben wir ausgemacht,
Morgen ab 6 gehen sie wieder an. Ja. Achso. Ich bin reingefallen, tut mir leid. Hä? Oh Gott. Ja. Das war, weil du da oben standest, ne? Wir haben dich von Weitem nämlich gesehen. Hat er mich gesehen? Ja. Ich wollte gerade sagen, ich kann euch zeigen, wo ich stand. Ey, das ist richtig krass. Alter, bist du ja klitschnass, oder? Ja, voll, bist du voll nass. Cool, aber es lohnt sich, meinst du? Ja, ne? Ist total geil. Ich, von Weitem, das ist ja so eine rohe Gewalt, die da runterkommt. Ja. Das ist ja wirklich schon. Du kannst bis dahin laufen, wo das Wasser wirklich unten einen antrifft. Also, und dann kommt natürlich die ganze Gischt und nur Gischt. Ja. Das ist Wahnsinn. Michi, geh wieder hoch. Aber ich mach erst Fotos, dann packe ich die Kamera wieder ins Wasserdichte und dann setze ich die Brille ab. Die Krimmler Wasserfälle im Nationalpark Hohe Tauern sind mit einer Gesamtfallhöhe von 380 Metern ein Naturdenkmal von europäischer Bedeutung. Auf Antrag der Salzburger Landesregierung wurden sie im Jahre 1967 vom Europarat mit dem europäischen Diplom für Naturschutz ausgezeichnet. Ich höre den Ischi bis hier schreien, also holy shit mole. Es ganz schön, Alter. Erster, fuck, bin ich nass. Zweitens, es hat sich so gelohnt. Drittens, die klimmen sehr wasserfest, sehr schön, Stiefel auch. Sehr glücklich. Aber du siehst ja dieses Wasser unten. Und wenn du es schaffst, irgendwie das Wasser von dir abzuhalten, von der Presse, dann siehst du da so einen Vortex, wo es aufpasst und es ist so stark und du merkst diese Kraft, während es dir in die Fresse schlägt. Und ich hatte richtig Adrenalin, weil das war richtig mein Leben. Du musst es eigentlich auch machen, ey. Du Scheiß. Das ist wirklich, wirklich intensiv. Also wirklich. Du kriegst da rein und denkst, boah, und du stehst dann auch direkt da dran und du siehst dieses Gesang der Geister über dem Wasser. Dass Menschenseele gleich dem Wasser vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es und wieder nieder zur Erde muss es ewig wechseln. Johann Wolfgang Goethe. Nicht schlecht. Jetzt weiß ich, was du meinst. Oh Gott, ist sie hart. Natürlich darf bei so einer Tour ein Bikeswap nicht fehlen. Und vielleicht, aber auch nur ganz vielleicht, habe ich durch die ganze Aufregung den Ishimuro vergessen. Oh, TFT-Display. Die Kupplung. Oh, es ist wirklich bequem. Tschüss, war schön mit euch. Ich hatte noch nicht mal meinen Rucksack auf. Aber okay. Ich wollte eh nicht mitkommen. Das ist super weird. Ich liebe es. Ah, der dritte Gang, will er den? Der Mayo. Oh, ich fühle mich, als ob ich auf dem Vorderrad sitze. Ja, Kevin hat noch nicht mal einen Rucksack auf, aber ist okay. Sind wir jetzt alle einfach losgefahren? Ja. Obwohl Kevin gesagt hat, dass er noch nicht fertig ist. Vielleicht war ich ein bisschen pisst in dem Moment. Oh nein. Jetzt will ich gar nicht mehr mit euch fahren. Nö. Aber die fährt sich wirklich leicht, Nico. Du hast recht, ne? Also es muss ja wirklich entspannt sein mit der. Ah, die zieht aber auch aus dem dritten jetzt hier bei 50 richtig gut raus. Cool. vorsichtig. Okay, geht, ja. Kann man machen. Oh, den Icke mal hier auf mit dem Raiden auf dem Ding da sehen. Icke hat hier geschlafen. Im Schwanz. Das Ding heißt Schwanz. Das Ding heißt Schwanz. Icke hat im Schwanz geschlafen. Das war doch ein S. Wir haben es alle gesehen. S wie Schwanz.
Was war das? Stefan fährt schneller. Achso. Boah, stinkt der. Das hier ist auch so eine Wheelie-Maschine, Nico, wenn man hier im zweiten Gang einfach kurz Gas gibt. Die zieht einen gut. Habe ich nicht geblinkt? Nö. Aber der Blinker war kaputt. Der Blinker war kaputt. Ja. Guck, ich blinke gerade wieder. Seht ihr das? So, ich gucke, halte, Stoppschild. Oh, jetzt geht's ab. Oh, aber jetzt schnell. Oh, das war Zwischengang. Oh Gott. Hui. Wollt ihr nicht blinken? Leute? Ich blinke. Nee, du blinkst schon wieder nicht. Doch. Ich blinke. Es blinkt auch vorne. Nee. Schon. Dann ist der rechte Blinker. Guck mal, ich lasse den mal an, den rechten Blinker, ja? Dann kommt, also es ist permanent an. Oh. Gibt's bestes Essen. Ich freue mich richtig auf das Essen. So, super. Jawohl! Und so gönnst du. Super, lecker. Sterben ist heute Kacke.